Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist mein Wochenupdate, mein Videotagebuch zum Thema Fotopraktikum bei einer Zeitung. Einfach schon Woche 5. Ich kann es immer noch nicht begreifen, wie schnell einfach die Zeit rumgeht. Das ist einfach heftig. Also ich glaube, die 6 Monate hier gehen bestimmt sehr schnell rum, wenn jetzt schon der erste Monat rum ist. Okay, fangen wir an. Es gibt ein kleines Zimmer-Update. Ich habe hier ein bisschen was neu gemacht. Es kam was Neues hinzu. Nämlich drei neue Pflanzen und ein neuer Schrank, beziehungsweise also einen Schrank, den ich fertig gekauft habe und einen, den ich mir quasi selber gebaut habe. Der ist so im DIY-Studenten-Style entstanden. Nämlich hat mein Mitbewohner Andreas mir gesagt, dass man das ganz easy und einfach machen kann. Ich habe es probiert. Da steht er. Zeige ich euch am Ende des Videos. Gibt es nochmal eine kleine Mini-Room-Tour, was Neues. Aber jetzt erstmal zu der Woche an sich als Fotopraktikant. Kommen wir zum Montag. Am Montag habe ich 2 Autoshootings gehabt. Einmal mit dem lieben Oliver und einmal mit der lieben Annika. Da hatte ich einmal einen EQ5 von Hyundai und einen Citroen, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist ja egal. Aber da noch einen anderen Wagen. Die beiden habe ich fotografiert in derselben Umgebung, ich glaube im selben Stadtteil, so in der Nähe vom Hafen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hier mal 1-2 Bilder. Das ist fürs Motormagazin, wenn ich gerade richtig auf dem Laufenden bin. Dann kommen wir zum Dienstag. Da gab es dann einmal eine schlechtere Nachricht und eine tolle Sache, nämlich die schlechte Nachricht war einmal, ich habe einen Anruf bekommen, dass meine Fotoreportage zu Botanica, die eigentlich am Mittwoch stattfinden sollte, abgesagt wurde wegen irgendwelchen Bauarbeiten oder so. Das ging also leider nicht. Aber egal, lassen wir uns davon nicht den Dienstag kaputt machen, weil am Dienstag war ich dann mit dem lieben Kollegen aus der Redaktion dann verabredet zum Serengeti-Park. Wir sind da hingefahren und haben dort den, ja nicht Gründer, aber einen aus der Familie quasi, sein Vater hat das glaube ich mitgegründet oder so, den haben wir getroffen, den Sohn von ihm. Der Vater lebt nicht mehr, aber er ist quasi jetzt Besitzer mit seiner Familie von dem Park. Familienname ist Seppe, ist Italiener. Und der hat ein Buch rausgebracht zu dem ganzen, zu seiner Lebensgeschichte so ein bisschen und viele Anekdoten und wie so die Geschichte des Parks halt ist. Richtig interessant, den haben wir getroffen, sind dann mit ihm durch den Park gefahren. Er saß vorne, ist gefahren, rechts vorne saß dann quasi der Redakteur und ich saß hinten, habe die Fotos gemacht. Wir sind durch diesen Serengeti-Park gefahren mit dem Auto und haben die Tiere gesehen. Und er hat dabei viele Storys erzählt und der Redakteur hat einige Fragen gestellt. Hat echt viel Spaß gemacht, man hat echt viel gelernt und ich bin gespannt, ob ich da in Zukunft noch ein privates Projekt machen werde. Also ich könnte mir da was vorstellen. Also jetzt nicht zu dem Thema Tiere und Zoos, weil ich bin jetzt nicht so der große Zoo-Fan. Ist es ja auch kein Zoo direkt, ist es ein Serengeti-Park, aber dennoch Tiere in Gefangenschaft, naja. Aber ich habe eine andere Idee gehabt. Aber dazu irgendwann mal später mehr. Das ist jetzt nicht so wichtig für das Praktikum an sich, ist das keine Relevanz. Egal, kommen wir zum Mittwoch. Dadurch, dass die Botanica da ausgefallen ist, die Fotoreportage, gab es das grüne Sofa mit dem Chef und dem lieben Andreas. Da haben wir ein paar Sachen besprochen, wie zum Beispiel die Reportage von Andreas und ein paar andere Sachen und meine. Wir haben die Bilder von der JVA ausgedruckt und die Story gebaut und hingehängt. Das sah cool aus, hat Spaß gemacht, da ein bisschen dran rumzuarbeiten. Dann haben Andreas und ich von einem neuen Mitarbeiter wieder neue Porträts gemacht. Und dann war ich noch oben bei der Redaktion Sonderthemen und habe den Grafiker getroffen, derjenige, der das Layout macht, und habe ihm die Bilder gezeigt von der JVA und haben dann so ein bisschen die Story gebaut. Ich bin gespannt, wenn die dann ein paar Wochen mal online kommt, wie dann quasi meine allererste Fotoreportage aussieht. Also die habe ich zuerst fotografiert, aber es wird nicht die erste sein, die erscheinen wird. Ich werde jetzt ja nämlich dann einen Ersatztermin für die Botanica ist nächste Woche Montag. Da werde ich dann die Botanica fotografieren und die wird zuerst erscheinen, wenn alles gut geht. Genau. Dann habe ich, als Andreas am Mittwoch noch weg war, für seine letzte Reportage, eine Story mit Katzen, als er weg war, habe ich dann nochmal meinen Chef getroffen und dann haben wir beide nochmal über neue Reportagethemen gesprochen, denn ich durfte
also jetzt anfangen zu neuen Themen. Ich habe neue Vorschläge gegeben, die meisten eher nein. Aber ein paar sind wieder dabei, wo ich recherchieren darf. Darf jetzt gucken, was dazu passt, was es hier in Bremen gibt, welche Ansprechpartner da sind, welche Telefonnummern, welche E-Mails, wo ich mich hinwenden muss. Und ich hatte auch da schon dann die ersten Anrufe. So, Donnerstag. Andreas und ich sind losgegangen und wollten Hochkantfotos machen für diese, für die Wahlwoche, wenn ein bisschen wenig in der Zeitung ist, dass wir dann halt interessante Fotos zu jeweiligen Stadtteilen haben. Also diese Hochkantfotos, wo ich schon mal den Fernsehturm gezeigt habe und so. Da haben wir neue gemacht. Diesmal, letztes Mal waren die ja im Westen, jetzt waren wir im Osten unterwegs. Genau, das war ganz interessant, haben ein bisschen neue Seiten der Stadt kennengelernt. Und am Anfang, als wir dahin los waren, hat es geregnet. Und dann sind wir noch wo reingegangen und haben eine coole Side-Story gefunden, die man eventuell in einer Fotoreportage verarbeiten kann. Muss ich aber noch gucken, wie nah die zu anderen ehemaligen Themen ist. Aber es wäre cool, wenn es klappt. Da kann ich aber noch nicht so viel genaues Neues zu sagen. Aber ich kann schon mal ein Bild einblenden, was die Innenräume sind. Ganz interessant, finde ich. Genau. Und da haben wir dann die Hochkantfotos im Osten gemacht, bei so, ja, Hochhäusergegenden. Ganz interessant eigentlich. Dann kommen wir zum Freitag. Obwohl, am Donnerstagabend war ich dann noch in der Fotoausstellung World Press Photo. Das war richtig cool und spannend, fand ich. Es war interessant. Und danach haben wir noch hier in der Wohnung die Story von Andreas mit den Katzen gehangen. Das heißt, die haben wir da aufgehangen am Whiteboard und haben ein bisschen die Story gebaut. War auch sehr cool, aber schwierig, weil es zwei verschiedene Locations waren. Und dann dort nur 9 Fotos auszuwählen, ist super schwierig für die Reportage. Dadurch, dass wir aktuell nur eine Seite Zeit, also eine Seite Platz haben in der Zeitung. Früher waren es 2 Seiten, also eine Doppelseite. Es hat den Fotos viel mehr Freiraum gegeben, man hatte viel mehr Fotos unterbringen können. Jetzt sind es nur noch 9 Fotos auf einer Seite und die sind dann auch relativ klein meistens. Ja, aber mal gucken. Ich habe ja noch nicht meine Stories dort gesehen. Kommen wir zum Freitag, da habe ich dann die Fotos bearbeitet vom Serengeti-Park. Ich habe die Fotos bearbeitet von den Auto-Shootings und habe dann noch Mails und Anrufe getätigt. Und soweit war das auch eigentlich für den Freitag. Habe da ein bisschen kürzer gemacht, weil ich am Dienstag mit dem Serengeti-Park etwas länger gearbeitet habe. Und hatte dann noch am Freitagabend noch ein kleines FTP-Shooting. Also nicht FTP, ein kleines TFP-Shooting. Eigentlich war es geplant mit der lieben Kira und jemand Neuen, die ich noch gar nicht kannte. Aber Kira hat sich verletzt und dann hatte ich nur die neue Person fotografiert. Und dazu Näheres demnächst mal, entweder in meinen Stories oder auf Instagram. Genau, und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch noch so einen kleinen Einblick, was es hier so Neues im Zimmer gibt. Eine Sache kann man, glaube ich, jetzt schon sehen. Ich glaube, dieser Arm hier, aber das ist, glaube ich, den wenigsten aufgefallen, dass der neu ist. Und da. Das ist neu. Also die Decke an sich nicht, aber dass sie jetzt quasi dort hängt. Aber gleich mehr. Viel Spaß und viel Spaß gleich mit dem kleinen Update hier zur Wohnung. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Kommentar, ein Like sehr freuen. Haut Fragen gerne in die Kommentare. Alles, was euch interessiert, fragt es ruhig und dann bis zum nächsten Woche. Ciao! Okay, also, kommen wir hier rein. Also das Kabel geht nicht mehr hier runter und dann hier durch die Tür, sondern es geht jetzt hier einmal außen lang. Genau. Was ist neu? Kein Kabel. Die Decke da hängt dort. Oben von Ikea so einen Halter dran gemacht, dann habe ich Decke hingehangen. Erstens sieht die cool aus, ich nutze sie für Shootings und ich hoffe, dass sie ein bisschen den Hall reduziert. Genau, Bett ist gleich geblieben. An dem Setup hier hat sich auch nichts geändert, bis auf den Mikrofonarm. Genau, da hat sich nichts geändert, aber auf der Seite hat sich einiges geändert. So, was gibt's Neues? Es gibt einmal die Pflanze hier neu. Kleine Monstera. Es gibt diesen Schrank hier neu. Der ist für Equipment. Noch nicht gut eingerichtet, aber der ist dann da. Mit einer kleinen Sanduhr. Und einer Kerze. Und oben hängt mein Bild. Darunter dann die Vitrine.
mit Drohne, Blitz, GoPro, Objektiv, etc. Lichtmalerei. Und unten können Analogkameras rein. Das ist eine coole Vitrine eigentlich. Dann hier mein Globus hingestellt. Da ist die Monstera, die immer im Video leicht zu sehen ist. Mein OneWheel, Neonlicht. Mein Buch liegt jetzt hier. Die Monstera, die große, ist auch neu. Genau. Und ja, soweit war es eigentlich das. Und die kleine Pflanze da in der Mitte der Lampe. Genau. Das ist alles neu. Und natürlich der Teppich für auch noch ein bisschen besseren Hall. Also dass der Hall weggeht. Aber noch ist er da. Schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare, was ich noch gegen Hall machen kann.